Ach, jetzt Badura hat den Ball gefangen. Sofort nach vorn. Und das kennen wir. Patrick Ziebert hält. Schon wieder ein Konter von Bad Neustadt, der nicht verwertet wird. Und Freiwurf, klar, da ist der Ball vom Leipziger wieder in den Kreis gesprungen zu Patrick Ziebert. Und Gary Heinz trifft. Das 10. Tor für Bad Neustadt, Gary Heinz. Erzielt das 14:10. Er verkürzt auf 14:10. 4 Tore sind ja noch gar nichts im Handball. Aber da müssen sich die Gäste, die jetzt in der Abwehr sind, mächtig straffen, wenn sie diesen Rückstand aufholen wollen. Es scheint hier, als ob die Leipziger leicht und locker zum Torerfolg kommen. Wir haben es wieder gesehen. Ein Spiel an den Kreis. Tommy Silanke, der Torschütze. 34 Jahre ist er, der Tommy Silanke. Über 100 Mal hat er für Finnland in der Auswahl gespielt und gerade hat er getroffen vom Kreis. Gary Heinz, aktueller US-amerikanischer Auswahlspieler und das ist sein 4. Tor, sagte er. Sprunggewaltig, wurfgewaltig, dynamisch ist er, der Gary Heinz, aber technisch nicht der Allerbeste. In der Kindheit eher American Football als Handball gespielt, der Gary Heinz. 37. Minute. 15:11. Die Leipziger im Angriff. Gehalten von Badura. Nochmal steht Badura da. Und da gibt es 7 Meter. Abwehr durch den Kreis wird gepfiffen, auch wenn es Gary Heinz nicht wahrhaben will. Die Schiedsrichter Stefan Walter, Florian Weinig haben es so entschieden. Georg Eulitz also beim 7-Meter und verwandelt. Georg Eulitz verwandelt auch seinen 2. 7-Meter sicher. 16:11, der Spielstand. Der HSC Bad Neustadt im Angriff. Und Gary Heinz setzt sich durch. Sein 5. Tor. Den hat sich der HSC Bad Neustadt aus der Bayernliga geholt, diesen Gary Heinz. Der hat vorher bei Waldbüttelbrunn gespielt. Und er spielt jetzt die 2. Saison an der Saale. Bad Neustadt an der Saale. Hatte eigentlich 6.400 Einwohner. Aber dann folgten einige Eingemeindungen bis 1978. Und inzwischen hat Bad Neustadt an der Saale 15.600 Einwohner. Die Kleinstadt im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Darin hat es also den Gary Heinz gezogen. Da spielt die 2. Saison für Bad Neustadt. Das ist Jakob Fritsch. Das ist Georg Eulitz. Wieder Zeitspiel gegen die Leipziger angezeigt. Da müssen sie schnell zum Abschluss kommen. Und das noch, wenn es geht, erfolgreich. Hatten sie ja in der ersten Halbzeit 2-3 Mal geschafft. Trotz Zeitspiels haben sie dann einen Treffer erzielt. 16:12 der Spielstand. Ruhig Blut, Jakob Fritsch. Du triffst doch sowieso. 17:12. Jakob Fritsch